Das ist die Stadtbibliothek Halle-Saale. Das ist die Zentralbibliothek am Hallmarkt. Es gibt außerdem die Musikbibliothek, 3 Zweigstellen und die Fahrbibliothek. Hier gibt es einen großen Belletristik- und Sachbuchbestand der Kinderbibliothek sowie der Jugendmediathek. Das ist der Eingangsbereich. Und dort ist unser Bibliotheksmaskottchen Esel der Dritte. Das ist die Theke, an der man neue Medien ausleihen und zurückgeben kann. Man kann aber auch den Selbstverbucher nutzen. Im Sommer kann man Medien im sonnenbeschienenen Lesehof genießen. Die größte DVD-Sammlung der Stadtbibliothek steht hier. Über diese Treppe geht es in die höheren Etagen. In der ersten Etage befinden sich die Sachmedien zu den verschiedensten Themen. Hier findet man Koch- und Backbücher, sowie alles zu Tieren und Natur. Hier kann man ins Internet gehen und arbeiten. Hier befindet sich der Bereich für Länder und Religionen sowie alles zum Thema Sprachenlernen. Hier seht ihr die Jugendmediathek 360 Grad. Voll mit interessanten Comics, Videospielen und Büchern. Hier stehen die PCs, wo die Bibliothek in Minecraft entstanden ist. Jetzt können Sie die Kinderbibliothek bestaunen, mit Büchern und Hörspielen für jung bis noch jünger. Hier sind Bücher von A bis Z, aber auch wissenschaftliche Themen für die Kleinen, sowie eine Bandbreite an Romanen und Krimis. Hier sehen Sie die Mitarbeiterräume, wo Sie Ihr Lunch genießen und Bücher katalogisieren.